Hallo Ulrike. Hallo, Susi. So, du hast jetzt das 15-Wochen-Konzept bei uns in Milan abgeschlossen. 15 Wochen gesund abnehmen und auch sehr erfolgreich, wie ich finde. Wie sieht denn das bei dir aus? Was war denn eigentlich ursprünglich so dein Problem? Ja, also ich hatte wirklich 10 Kilo zu viel Gewicht drauf. Das kam einfach durch die Pandemie. Also ich hatte 2020, saßen wir alle im Homeoffice und plötzlich waren überhaupt keine Sportmöglichkeiten mehr da, jedenfalls diese Gruppen, Aktivitäten, die ich so normalerweise mache. Und das Schwimmbad war zu. Und naja, dann habe ich einfach auch zu viel gegessen. Also vom Laptop bis zum Kühlschrank ist es nicht weit. Ja, und nun war einfach das Problem, das Intervallfasten, was man mir mal empfohlen hatte, das hat bei mir überhaupt nicht angeschlagen. Ich hatte auch immer Hunger und irgendwie hat das alles nicht geklappt. Und dann war ich auch ziemlich, ja, verzweifelt wäre jetzt zu viel gesagt, aber ich war einfach völlig unmotiviert und wusste nicht, was ich machen sollte und wollte aber trotzdem gern abnehmen. Okay. Ja, und das war ja eigentlich wohl auch das Problem, was du vorher nicht lösen konntest, ne? Wie hat denn dir das Ernährungskonzept bei der ganzen Geschichte jetzt geholfen? Ja, das hat mir sehr gut gefallen, weil einfach mal so fokussiert 15 Wochen sich nochmal mit den ganzen Inhaltsstoffen unserer Ernährung zu beschäftigen. Das war das, was mir ein bisschen fehlte. Wir kennen das zwar alles, aber ja, wie wir jetzt persönlich dann mit diesen Dingen umgehen, das ist dann nochmal eine andere Sache. Und irgendwie denke ich immer, ich bin so allein mit meinem Problem und traue mich nicht drüber zu sprechen. Und hier war das Gute, dass man auf der einen Seite einen Gruppen Training quasi hatte und auch von den anderen gehört hatte, ah, ich bin ja gar nicht allein, die anderen haben auch das Problem. Und auf der anderen Seite war das Einzelgespräch mit dir gut, weil da jede von uns individuell auch ihre eigenen speziellen Essgewohnheiten beleuchten konnte. Und das war genau mein Ding. Ich bin so ein Rudeltier und mir gefällt das gut, in der Gruppe auch Impulse zu erhalten, was machen die anderen denn? Und mache ich das auch so? Und auf der anderen Seite brauche ich aber jemanden, der bei meinen speziellen Arbeitsgewohnheiten, weil ich sehr unregelmäßig arbeite, auch mir mal Tipps geben kann, was ich denn eigentlich auf die Arbeit zum Essen mitnehmen kann und trotzdem eben dabei auch abnehme oder eben jedenfalls nicht mehr zunehme. Ja, super. Das hat ja auch wunderbar geklappt, wie ich gesehen habe. Ne, was würdest du denn jetzt den anderen, die das gleiche oder ähnliche Probleme haben, mit auf den Weg geben? Naja, also erstmal runter vom Sofa und wir haben alle unseren inneren Schweinehund und natürlich zieht er uns immer wieder aufs Sofa. Aber ich kann nur sagen, Leute, legt los. Auch wenn man denkt, das bringt gar nichts, es bringt eben doch was, wenn man mal einfach sich ganz konzentriert mit der Ernährung auseinandersetzt und sich hier am besten anmeldet und das mal macht. Und dann, ja, der Erfolg gibt dem Elan recht. Super, ich bedanke mich damit ganz, ganz herzlich bei dir. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Ja, und wir bleiben in Kontakt. Dann bis bald.